frage mich, ob das unsere Schritte sind. Gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger vor. Ich glaube nicht, dass es unsere Schritte sind. Wohl doch. Ah, wir können vielleicht hier rüber. Hopp. Aha. Ich bin Metal. Sieh mal einer an. Wo war das jetzt? Ah, da zum Beispiel. Die A-Platine zur Reaktivierung des Adi Tower Lifts besteht aus zwei Hälften, die du beide finden musst. Such dir aus, ob du in Super Nego City oder den Gothic Dungeons anfängst. Hallo. Ah, dich habe ich ja gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Mein Freund. Das war's. Hat viel gebracht, ein Frontalangriff. So, Nummer 2 bitte noch. Lift Power 0%. Verdammt, das war ungünstig. Jetzt bräuchte ich halt doch dringend was. Leben, wo bist du? Können wir da vielleicht irgendwas mit anfangen? Nö, können wir nicht. Mal noch ein bisschen nach hinten gucken. Wie gesagt, jetzt noch so ein Hinterhalt und ich bin weg. Ein Pentagramm. Aha, da könnten wir so hin. Will ich aber gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich ungern mit 4 Leben hier das Level beenden. Ich glaube, dann kriege ich lieber ein paar Wände ab. Aber hier ist nichts. Da vielleicht noch irgendwas? Ne, das sind nur irgendwelche Säulen. Wahrscheinlich geht es in der anderen Seite dann zu dem entsprechenden anderen Ausgang. Okay. Ja gut, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Nehmen wir mal rechts. Ja, zumindest ein Ziegel entdeckt. Gut. Bisschen was. Okay, denen hast du es aber echt gezeigt, Black. Alle Gegner ausradiert, so soll's sein. Gut zu wissen, die Intersection verbindet die einzelnen Regionen auf der Insel miteinander. Hier unten warst du sicher nicht zum letzten Mal, denn nur hier geht's auch zum Adi Tower. Machen wir doch mal mit einem Drücken auf Enter weiter. Ah, Super Nego City 1. Industrial Zone. Oh toll, das geht wahrscheinlich auch noch in den Disco, wie das aussieht. Früher war die City am Fluss der A-Festung ein unglaublich beliebter Ort, wo man nonstop feiern konnte und die Hotels stets ausgebucht waren. Davon ist nichts mehr übrig, seitdem Englers Gehilfe Super Nego hier das Sagen hat. Und genau dieser Kerl stellt unser nächstes Ziel dar, denn er besitzt eine Hälfte der A-Platine.
Wahrscheinlich, dass er sich wie üblich in seiner eigenen Privatdiskothek aufhält. Allerdings ist das Gebäude für ungebetene Gäste geschlossen, doch Gerüchten zufolge hat man irgendwo im angrenzenden Industrieviertel einen Ersatzschlüssel versteckt. Viel Glück beim Suchen! Ah, jetzt haben wir auch mal zumindest... Ach, ich glaube, das stand auch dabei, dass man halt dann irgendwie zumindest mit 25 Hälften dann startet. So. Aha. Lem Battery. Lecker. Iconic Maiden. Und diese verdammte Werbung. Second Evil. Dr. Oettinger. Ah. Wahrscheinlich Pudding mit Bier. Da ist er, der Super Nico. Muscles and Firepower. Hallo. Obwohl, komm. Wenn ich könnte, würde ich dich hassen. Haben wir denn hier was Schönes? Nein, haben wir nicht. Ich laufe einfach die ganze Zeit die Wände entlang und drücke rechte Maustaste. Ja, doch, sieht sehr industriell aus hier. CDs! Da ist dann die Disco. Da können wir erstmal nicht hin. Was haben wir denn hier? Ah, eine Weste. Ja, damit. Beziehungsweise halt Kutte. Ah, toll. Du hast gerade noch gefehlt. Ich würde gerne so ein Geschütz benutzen. Da ist doch bestimmt hinter dem Bücherregal. Oh, das war jetzt... doch zu offensichtlich scheinbar. Bildern können wir auch nichts machen. Ich bin ganz gerne den Kleinen mal schnappen. Da hinten ist ja doch noch irgendwas. Jawohl, Muni. Ich glaube, dann werden wir auch den Minzer mal ausrüsten. Bier! Ich komme aber nicht dran. Dann mach mal. So, Kleiner. Wieso ist das Scheißding wieder nicht nachgeladen? Sehr gut, na komm. Ach, da ist er. Ich glaube, das wird hier schon wieder nix. Gerade auch ein bisschen... Ja, die zwei auf einmal ist halt ein Nervchen, wenn man die Waffe wechseln muss. Ich möchte jetzt auch nicht allzu viel Munition verschwenden. Na komm, Kleiner. Komm zu Papa. Hier. Ich würde dich gerne auslöschen. Na komm. Bringen wir es zu Ende. Ich mal auf meinen Munitionsvorrat gucke. 666. Passt.
Kommen wir denn an das Bier ran, wenn wir da hochgehen? Ui. Na, hätte ich durchziehen müssen, aber ich glaube, das sollte dann passen. Wusch, ja. Ach schon, jetzt haben wir ja unser Super Evil Ding. Bringt halt nichts, wenn wir keine Gegner haben. Ich krieg die Dinger echt immer, wenn ich's ja halt nicht gebrauchen kann. Ja, ist einer. Da möchte ich gerne hin. Das ist nämlich Lebensenergie. Jede Menge Sachen, wo er runterspringen kann. Ja, Kleiner, ich glaube nicht, dass du hier irgendwo rumläufst. Also heute läuft es irgendwie mit den Abstürzen, muss ich sagen. Dann machen wir das Level nochmal. Wie gesagt, ich will jetzt auch nichts großartig schön oder so. Wenn es halt abstürzt, stürzt es halt ab. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mich da großartig drüber aufregen muss. So weit ist es ja noch nicht. Aber wie gesagt, das sind halt Sachen, wo sich halt eine Quicksave-Funktion ganz gut machen würde. Wenn halt die Abstürze, ja, es nicht selbst verschuldet ist, dass man nicht weiterkommt. Jetzt habe ich den schon wieder ganz vergessen hier. Guck mal, vielleicht kann ich jetzt eher erstmal die Bierflasche holen. Ah ne, erstmal die Muni. Dann da drin die Kutte und gucken, vielleicht können wir den Kleinen ja schon mal wegballern. Vielleicht kriegen wir das diesmal ja besser hin. Wo ist denn der jetzt abgeblieben? Na? Da hören wir es doch lachen, ja. Komm. Lass dich mal zerlegen. Zum Teufel ist der eigentlich? Relativ nahe. Da ist er. Acht Schuss. Gut, der wäre weg. Dafür wir auch gleich. Na komm. Nimm das. Schnappen wir uns noch gerade das Bier und dann geht's hier oben mal ab. Na komm. So, jetzt haben wir das noch wesentlich besser eingesetzt. Ganz schnell ab nach oben. So.
So, guck mal, wo wir hier hinkommen. Ah, Schlüssel. Nett. Hat sich ja doch mal gelohnt. Die Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Hier vielleicht runter? Hui. Gäbe es noch einen Weg außenrum? Okay, ach, da können wir sogar den Schlüssel direkt schon mal einsetzen. Klick. Alle Barrikaden, das ist gut. Dann kommen wir jetzt auch, denke ich mal, gleich an unser leckeres Burger-Ding dran. Hier oben war ja, glaube ich, nichts mehr. Nee, ich glaube, da müssen wir erstmal wieder runter. Ich hier raus, da wieder hoch und dann können wir uns da mal leckeren Burger holen. Und halt hoffen, dass nicht allzu viele Gegner hier noch rumrennen. Kann ich eigentlich hier rein? Nein. Auch nicht mit dem Sprint. War doch hier, oder? War das... Genau. Sau gut. Endlich mal ein bisschen... Ja, besser ausgestattet. Was unser Leben angeht. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Ah, dahin zum Beispiel. Ich bin Metal. Hier noch irgendein Secret? Geheimer Weg? Nope. Gut, dann nehme ich mir den zweiten Gang auch noch vor, der da oben war. Und lass mich mal überraschen, wo uns der hinbringt. Hui. Hm. Ach, jetzt sind wir hier. Was bringt das? Ich glaube nicht allzu viel. Nö. Keine Secrets hier? Das war dann wohl mal ein Satz mit X. Gut, ich denke, hier haben wir dann soweit alles abgefrühstückt. Schauen wir uns mal weiter um. Hier waren doch, glaube ich, auch noch Barrikaden, oder? Ja. Wer sagt es denn? Ah. Die senden auch nur noch Trash im Fernsehen. Schön die eigenen Videos noch eingebaut. Fahrschule Hitler. Das Bier bitte mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Hm. Da wäre noch ein Schlüssel, der nächste. Okay, dann rennen wir da mal drüber. Ich bedanke mich recht herzlich, auch im Namen meiner Angehörigen. Hier vielleicht irgendwas Lustiges machen? Scheint mir nicht so. Da kommen wir her. Okay. Hm. Ach, diesmal habe ich ja die ganzen CDs wieder vergessen. Ich schätze mal, da kommen wir dann quasi Richtung Exit. Oh, eine, was auch immer. Spider-Gedöns.
Wir hauen uns mal platt. Sexy. Ich denke, da kommen wir jetzt hier Richtung Levelausgang. Jawohl. Ich möchte noch ein wenig erkunden.